So, heute haben wir wieder mal ein freundlicheres Thema. Und zwar der Kupplungsnehmerzylinder. Kupplung keine Funktion mehr. Ist der Nehmerzylinder in der Regel hinüber. Womit wir immer beginnen. Darauf Schlauch rauf. Passt mal. Schauen. Mal sehen, sehen wir nichts. Das heißt, da ist auch kein Druck mehr drauf. Dementsprechend ist der Rest auch recht einfach. Der Deckel muss runter. Hier ist das neue Stück. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt lesen, wo die herkommt. Yep, genau. Das ist nicht original. Allerdings, wie ihr seht, hier haben wir einen kleinen Unterschied. Kostet fast das Doppelte oder kostet das Doppelte. Aber ist natürlich besser in der Funktion, noch leichter zu handeln und eben Hightech auf dem Gebiet. Von daher rate ich eben dazu, wenn er umbaut, verwende die, ist wirklich besser als original. Als erstes natürlich der Deckel runter. Da müsste hier theoretisch irgendwo ein Knabe sein. Und da haben wir sie schon. Und man sieht hier schon im Gehäuse die Sauerei. Das heißt, da ist nicht mehr viel zu machen. Jetzt haben wir das folgende Problem. Hier muss ein Schlüssel rauf, da muss ein Imbus rein. Da muss ich jetzt erstmal schauen, welche Größe das nun wieder war. So, nun passt hier rein zufällig ein 17er Ring drauf, ein gekröpfter. Und natürlich ist wichtig, der passende Imbus. Weil da müssen wir drauf achten. Da ist hier eine Hälfte drin. Bevor man aber anfängt mit Arbeiten, ist eins wichtig. Man braucht dringend das hier. Das ist ein Putzschlüpper. Und zwar braucht jeder harte Biker, also ein echt harter Kerl braucht, unbedingt. Ihr seht es, genau. Den muss man haben. Ohne den braucht man in der Regel gar nicht erst anfangen. Das ist das A und Y beim Schrauben. Ohne Simpsons Putzschlüpper geht hier nichts. Ja, da. Der sitzt fest. Den Spaß dann wirklich richtig fixieren, Schlüssel rauf, bisschen drücken und dann Ruck raus. Thank you.
Und schon haben wir die Kugelmutter raus. So, jetzt haben wir natürlich die Sache mit dem Spezialwerkzeug. In dem Fall nehme ich eine Sprengringzange. So, nachdem man den nur vorsichtig ein bisschen gelöst hat, hier wieder festziehen und dann mit langsam drückenden Bewegungen rausziehen. Ups. Und da haben wir den Salat. Das sieht alles, wie man sehen kann, nicht mehr freundlich aus. Hier gab es Unstimmigkeiten in der Arbeitsweise der Teile. So, aber das ist ja schließlich das, was wir ändern wollten. So, jetzt haben wir schon mal gesehen, dass da wirklich Probleme mit der Kupplung vorhanden sind. Vorher hatte ich Tüte, sind jeweils neue Ringe bei verwendet, die hierfür brauchen wir dann jene. Alte Torx sollten in jedem Fall vorhanden sein. Die Schrauben sind nicht so fest. Ich glaube, die sind angegeben mit 12 Newtonmeter. So, dann ist der Spaß gelöst. So, jetzt muss natürlich der Deckel runter, jetzt ist das Problem, dass nämlich die verfickte Scheißkupplung, der Gummi, der hier hinter sitzt, wenn der von der Membran, wenn der hier am Deckel klebt, geht der Deckel natürlich nicht runter. Der wird ein bisschen verwurstelt. Kann man jetzt vorsichtig hier hinter die Schraube und hinter den Zapfen gehen und ein bisschen anlösen. Aha. Ah. Schön. Ihr seht, der Nachteil ist, jetzt läuft natürlich auch das Öl raus, da sich diese Dichtung immer auf der falschen Seite löst. Das ist natürlich jetzt Motoröl, was rauskommt. Also das Problem ist, ich weiß nicht, ob man so erkennt, man hat hier echt den Deckel und dazwischen sitzt noch ein kleiner Rand, der ist bloß 2-3 mm breit und hier sitzt die Dichtung der Membran dazwischen. Das ist echt immer so ein kleines Geduldsspiel. Und komischerweise klebt die immer auf der falschen Seite. Das ist echt. Was für sich. Das ist die Sache mit dem Murphy. Ne? Warum klebt die nicht auf der anderen Seite? Dann könnte man sie hier wunderschön abbekommen. Nee. Hier haben wir sie. Wunderbar. Ihr seht, die klebt halt hier drauf. Und hier haben wir schon das Ergebnis. Hier ist schon mal der Modder gut zu sehen. Das heißt, bevor wir den Spaß zusammenbauen, natürlich erstmal ordentlich reinigen. Also wer viel fährt,
wird wahrscheinlich des Öfteren mal den Kupplungsnehmerzylinder wechseln müssen. Bei den neuen habe ich bis jetzt durch andere, ich selbst habe den noch nicht drin gehabt. Wie gesagt, kostet einfach mal das Doppelte, kostet irgendwas um die, glaube 160 bis 180 Euro, je nachdem, wo man kauft. Aber die Meinung aller anderen ist, die 80 Euro, die man mehr bezahlt, machen sich auch natürlich fahrtechnisch wohl sehr bezahlt. Mal wohl doch die richtige. Also wer jetzt der Meinung ist, wo jetzt hier der Unterschied zwischen den Zangen ist, die eine geht, wenn man raufdrückt, zu, auf, die andere ist offen und wenn man raufdrückt, geht die zu. Also da muss man schauen, welche man hat. Also guck, die geht auf und die geht zu. Sieht auf zu. Bevor hier wieder kuriose Fragen kommen, wo der Unterschied zwischen den Zangen ist. Und jetzt sollte das gehen. Natürlich ist das doof, da man hier ein bisschen schräg ist. Hier kommt man rein. Dann vorsichtig rausnehmen, dass der nicht kaputt geht. Der muss dann wieder rein. Der nicht drin ist, fliegt euch die Kupplung. Um die Ohren, jetzt haben wir Spaß hier raus. Oh, die sitzen gut fest.